Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Für Innos. Für Innos. Die Nacht des Raben. Blödsinn. Ich will ins Minental. Denn ich habe endlich meinen ersten Kreis der Magie und ich bin mir jetzt auch sicher, ich will zuerst ins Minental. Nicht zuerst in die Add-on-Welt. Und du wirst mir dabei helfen. Ja. Und? Hast du schon neue Befehle? Bisher habe ich noch Zeit, im Gebet Kraft zu finden. Warum stehst du denn hier draußen? Du sollst mich zum Pass begleiten. Gut, dann werde ich das tun. Ich kenne den Weg. Also folge mir. Juhu! Endlich mal ein fetter Kämpfer bei mir, der vielleicht... Ja gut, ich weiß nicht, wo er rumläuft, aber da sind ja auch einige etwas stärkere Gegner. Lurker und ich glaube auch der ein oder andere... Goblin oder so? Oder Banditen? Ich weiß nicht, wie er läuft. Wahrscheinlich wird er nicht bei den Banditen rumkommen. Aber bei den Lurkern kommen wir, glaube ich, vorbei. Von daher bin ich da ganz froh darüber, dass der mich hier begleitet. Was sagt er eigentlich, wenn ich Magie in die Hand nehme? Stört den nicht, ne? Finde ich gut. Was ist das eigentlich? Feuerball? Ist das meine Rune? Weiß ich gerade nicht. Ist eine neue Aufnahme, deswegen bin ich da gerade nicht mehr so. Nein, das ist tatsächlich nicht meine Rune. Ich sollte mal meine Rune auf die 4 nehmen, weil die 4 ist das, was ich immer zuerst anwähle. Damit ich hier nicht aus Versehen meine Spruchrollen irgendwie verschwende. Ich bin sehr gespannt, wie es im Minental aussieht. Den ich einen Schläfer besiegt hatte im ersten Teil. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier Folge 50 und damit so eine Art kleines Jubiläum. Und das ist meiner Meinung nach auch ein guter Anlass, da jetzt wirklich hinzugehen. Weil ich da schließlich vor 50 Folgen zuletzt war im Minental. Wie reagiert Ruka, wenn ich mit Magie vorbeilaufe? Ist ihm egal, wow. Das ist doch Kampfmagie. Das Lustige ist ja, dass die, Habe ich Erfahrung? Ja, ich bin Erfahrung. Sehr gut. Im ersten Teil war das ja so, im zweiten... Ey, weg mit dir! Was machst du denn hier? Ein Mistvieh weniger. Was machst du denn hier? Wie geht's? Das fragst du mich noch. Ich habe alle meine Hoffnungen auf dich gesetzt, aber du hast mich sitzen lassen. Jetzt bleibt mir nur noch der Alkohol und du bist schuld daran. Nein, ich bin nicht schuld daran, dass du letzten Endes verstoßen wurdest und ich dich nicht gerettet habe. Ich kann ihm 5 Gold geben. Ja, hier, nimm mal Gold. Hier hast du 5 Goldstücke. 5 Gold? Du gibst mir 5 Gold dafür, dass du mein Leben zerstört hast? Du hast dein Leben selber zerstört. Ich werde mir all dein Gold nehmen. Das ist eine Ansage. Du hast dein Leben selber zerstört. Du wolltest, dass ich es rette und aus der Scheiße dich rausziehe. Und weil ich es nicht gemacht habe, kannst du mir noch nicht böse sein. Alle anderen haben es auch nicht gemacht. Bist du auf die sauer? Willst du von denen jetzt auch das Gold klauen? Und wo ist der Paladin, verdammt nochmal? Warum hilft er mir nicht? Ich hab doch gesagt, er begleitet mich. Nicht so. Zu plündern. Dein Kampfstab, du bist eh kein Novize mehr. Mann, überfällt er mich einfach. Nichts zu plündern. So eine Sau. Nein, ich hab dein Leben nicht zerstört, das warst du selbst. So, ich brauch 90. Das hier sind schon mal 60. Und... wo sind die? Da sind die. Mach das mal so. Rot und Rot. 20. Und die Wurst kommt. Dann habe ich wieder einen Inventarplatz frei. Also, nicht, dass ich unbegrenzt. Dass ich nicht unbegrenzt viel Inventarplatz hätte. Aber es ist doch vorteilhaft, die Inventargröße ein bisschen klein zu halten. Schon wieder eins von diesen Biestern. Damit ich da nicht ewig so rumscrollen und rumsuchen muss. Zum Beispiel diese Viecher hier, ne? Auch die geben mir nur 60 Erfahrung, stimmt. Die sind hier harmloser als Wölfe.
ich ja ganz vergessen. Ich dachte, die wären schlimmer. Also ich hatte die zumindest als relativ stark in Erinnerung. Ich könnte versuchen, die schnaubende Kreatur zu Sergio zu locken. Wenn der jetzt schon mal hier ist. Der scheint ja gut gerüstet zu sein und gut austeilen zu können. Die sind Lurker. Komm mal, Sergio. Guck mal hier. Hab was gefunden. Boah, wie er abgeht. Ich mag den. Da ist nichts zu. Leider kann ich den Lurker noch nicht ausnehmen. Aber hey, das ist gut. Hätte ich meinen Mana ein bisschen steigern können? Ich hätte meine Stärke steigern können. Ach, egal. Ach komm, auf die 2 Punkte kommt es auch nicht an. Oder habe ich eine stärkere Waffe, die ich dann tragen könnte? Ja, den Magierstab, ne? Egal, ich gehe jetzt ins Bienental. Hast du die Heilpflanze? Danke. Ich finde, ich habe genug Zeit mit Vorbereitung verbracht. Es wird Zeit, hier endlich was zu tun. Also, gerade tun zu lassen. Aber danach zu tun. Ja, ja. Und außerdem tue ich ja was. Ich loote die toten Gegner. Da ist nichts zu holen. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ich glaube, ich versuche das jetzt mal. Sergio, komm mal her. Bevor du mich ansprichst und das, den Bund zwischen uns, der mich die Erfahrung kriegen lässt, aufhebst, werde ich hier mal eine Runde speichern für alle Fälle. Und dann werde ich mal die schnaubende Kreatur anlocken und zu Sergio laufen. Und dann bin ich sehr gespannt, was er tun wird. Ob er siegen wird oder der Drachensnapper. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich tippe auf Sergio. Da ist Garn. Nee, dem will ich gerade nichts zu tun haben. Zu dem gehe ich danach, sobald dieses schnaubende Viech besiegt wurde. So, du Drachensnapper, dann werd mal auf mich aufmerksam. Dankeschön. Ups, der ist ja schnell. Da ist wieder eins von diesen. Nein, Garn, Finger weg. Meiner. Gut, der ist noch bei mir. Komm her. Komm her. Nein, verdammt. Oh, immer noch ein Treffer und ich bin tot. Alles klar, dann klappt das hier gerade leider nicht. Ich dachte eigentlich, dass das klappen könnte. Schade, Versuch was wert. Was soll's. Dann gehe ich eben direkt ins Minental. Ohne hier den Paladin auszunutzen. Ein Schaf! Ist das Liesel? Ist das mein Schaf? Ist nicht mein Schaf, oder? Nee. Darf Pepe seit neuestem wieder hier hoch? Hm. Keine Ahnung, vielleicht. Das klingt so ein bisschen nach Goblin, was die Schafe von sich geben. Aber es ist kein Goblin, es ist ein Schaf. Wir sind da. Was auch immer dich im Minental erwarten wird. Ich hoffe, du findest den Weg zurück. Keine Angst, ich komme wieder. Geh mit Innos. Möge er dich allzeit beschützen. Ja, danke schön. Heute ist nicht alle Tage. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ich befürchte, du wirst nicht sehr weit kommen. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Wenn es einen Weg ins Minental gibt, werde ich ihn finden. Gut, dann geh. Geh mit Innos. Ich komme wieder. Keine Frage. Nicht, denn ich bin hier der Pink Magier oder so. Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Ach süß, ein junger Wolf. Okay, 2. Süß. Wir können doch nix. Komm mal her. Wo sind hier vielleicht die Orks? Ha? Ich sehe hier keine Orks. Aber ich glaube, ich lasse mir die Magie in der Hand, damit ich die rechtzeitig erkenne. Es sieht hier auch schon schön verlassen und verwüstet aus. Andererseits, wenn das der Pass ist, durch den die Waren immer rein und raus kamen, dann wundert mich das ein bisschen, dass der hier so uneben ist und so
Ja, gut, so verwildert eigentlich nicht. Er ist ja verlassen mittlerweile. Aber dass es so uneben war, das haben die ernsthaft die Wägen über so einen unebenen Boden gezogen. Vorne sind jetzt Orks. Kann ich da irgendwie außen rum? Da links kann ich hoch, oder? Das sieht eine Brücke aus. Frage ist halt irgendwie auch, wie stark sind die Orks? Andererseits, wenn ich den Drachensnapper verliere, will ich mich vielleicht nicht direkt mit dem Ork anlegen, sondern erstmal mich hier noch ein bisschen umschauen, was hier außerdem noch so Tolles gibt. Oh, Ratten. Vier Ratten, um genau zu sein, Riesenratten. Aber die sind ja nicht wirklich eine Gefahr für mich. Die sind keine echte Bedrohung. Aber irgendwie... Unten kamen zuerst die Wölfe, dann die Orks. Hier waren es die Ratten und danach... Ja, Goblins. Wer sagt's denn? Hier oben gibt's auch richtige Gegner. Aber zuerst brauche ich ein paar Lebenspunkte, nämlich genau 50. Mein Mana ist voll. Warum ist mein Mana voll? Achso, ich habe wieder geladen. Richtig. Ich habe ja wieder geladen. 23. So, oder? Da müsste ich voll sein. Ja, ein Punkt verschwendet. Was soll's? Einmal die 103 speichern. Und dann... Goblins, ich komme! Warte, was ist da oben im Rücken hinter mir? Da ist nichts. Hui, so viele. Krieg ich vielleicht einen Magie vorher platt? Oh, wie gut. Wie wenig die aushalten. Ich dachte eigentlich, Goblins wären magische Wesen und hätten ein bisschen Magieresistenz. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Und ich muss sagen, meine erste Rune ist jetzt schon nützlich. Das finde ich gut. Gold. Da ist nichts zu holen. Was haben die denn Tolles? Oh, ein Lederbeutel. Die haben wohl... Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Die haben wohl ein paar Leute überfallen, ne, die Goblins. Ein Schürhaken, ein Trank, ein goldener Ring. Aha. Kann der irgendwas? Oh, das ist nur ein reines Schmuckstück. Das ist nur ein reines Schmuckstück. Schade. Aber immerhin 250 Gold wert. Nichts zu holen. Den werde ich dann gemütlich verkaufen, wenn ich wieder zurück bin. Da ist nichts zu holen. Um mir zum Beispiel so einen Magierstab zu leisten. Wobei ich dann natürlich auch noch meine Stärke steigern muss. Und abgesehen davon habe ich eh nur 20 Gold. Das könnte ein bisschen knapp werden. Aber gut, daran bin ich selber schuld. Da darf ich mich jetzt nicht drüber beschweren. Das mit dem Ringkauf habe ich ja selber versaut. Noch mehr Wölfe, aber keine Orks, oder? Ja. Reicht das noch für einen Wolf? Ja, locker. Hallo, Waffe ziehen. Waffe ziehen. Brauchst du eine Einladung? Geht doch. Ich weiß gerade nicht, was da los war. Ich habe, keine Ahnung, auf Waffe ziehen gedrückt. Also auf die 1. Für die Nahkampfwaffe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Aber er hat einfach nichts gemacht. Keine Ahnung, warum. Ich verstehe es nicht. Gut, bevor ich jetzt durchgehe, würde ich gerne nochmal meinen Mana auffüllen. Dafür brauchte ich, glaube ich, 6 von denen. So, genau. Und dann brauche ich nochmal 5 Lebenspunkte. Zum Beispiel von einer Waldbeere. Bin ich voll geheilt. Und dann würde ich mal sagen, los geht's, ab ins Minental. Vielleicht vorher eine Waffe ziehen. Da sind ja die Orks, habe ich gehört. Und Drachen angeblich ja auch. Also, da bin ich mir ganz sicher. Hat ja schließlich Xardas gesagt. Und Xardas ist vertrauenswürdig. Oh, ich dachte, da käme eine Zwischensequenz. Hier ist Nacht. Interessant. Warum ist hier Nacht? Oh, das war dann wohl der alternative Weg. Ich bin ja gar nicht direkt hier beim... Ah, genau. Haha. Richtig.
Das wäre dann wohl der Weg mit den Orks gewesen. Alles gut. Tschüss, Ork. Ich bin schon wieder weg. Lass mich in Ruhe. Ich tue dir nichts. Ich bin auch nicht wieder so stark wie früher. Ich kann auch nicht mit dir kämpfen. Ah, siehst du, das ist doch meine Leistungsklasse. Damit kann ich arbeiten. Da hinten glitzert irgendwas in der Ecke. Das würde ich mir gerne anschauen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Leiche, aber die hat leider nichts dabei. Feuerkraut. Eine Rune. Oha. Was für eine Rune ist das? Teleport zum Pass im Minental. Okay. Da ist nichts zu holen. Da bin ich ja gespannt, wo die hinführt. Um ehrlich zu sein. Ich würde es sogar glatt mal ausprobieren. Hier die Fackel wegstecken. Dann noch eine speichern. Wer weiß, wo die hinführt. Und ich bin... genau hier wieder. Na, klasse. Das hat ja super funktioniert. Hat mich ja voll weit gebracht. Aber egal, was soll's. Ja, gut zu wissen, dass ich mich hier raus teleportieren kann. Würde ich mal sagen. Das ist eine tolle Sache. Das würde ich in Zukunft wahrscheinlich öfter noch benutzen. Und das ist meine erste Teleportrunde, so wie ich das sehe, in Gothic 2. Ja, das ist meine erste Teleportrunde. Voll gut. So, jetzt würde ich aber mal sagen, die Folge ist gleich zu Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!